Werfen wir einen ersten Blick auf den neuesten Flugzeugträger der USA. Das ist die Gerald Ford, das erste Schiff einer neuen Klasse von Supercarriern. Nach 12 Jahren Bauzeit wurde das Schiff vor einem Monat an die Navy ausgeliefert und wird seither getestet. Was macht dieses Schiff so besonders? Mit fast 13 Milliarden Dollar Baukosten ist es das teuerste Kriegsschiff aller Zeiten. Und es hat viel mehr Kampfkraft als die alte Nimitz-Klasse, die seit 1975 im Einsatz ist. Kritiker der USS Gerald Ford sagen, das Schiff sei zu teuer, verspätet ausgeliefert worden und mit nicht ausreichend getesteter Technologie ausgestattet. Aber wie Präsident Donald Trump auf dem Deck des Schiffes sagte, dieses Schiff bedeutet eine außergewöhnliche Verstärkung für die Flotte wie kein anderes Schiff zuvor. Es gibt weltweit kein zweites Schiff wie dieses. In Bezug auf Flugzeugträger kann kein anderes Land die Macht der USA herausfordern. Kein anderes Land der Erde hat mehr als einen Supercarrier in Dienst. Wenn die USS Gerald Ford am Wochenende in Dienst gestellt wird, verfügen die USA über 11 Supercarrier. Wer die See kontrolliert, kontrolliert die Welt. Stimmt diese alte Weisheit, ist die militärische Übermacht Amerikas auf Jahrzehnte hinaus gesichert.